Wir kommen nochmal auf das Naturgemälde zurück, von dem eben die Rede war. Denn auf dem Tableau Physik, wie es auch heißt, gibt es Daten, die auch für die moderne Forschung noch wichtig sind. Ein Wissenschaftsteam hat aber herausgefunden, dass nicht alle Daten stimmen. Wir haben mit dem französischen Forscher Pierre Moret geskypt, der gerade in Ecuador auf Expedition ist. Zunächst haben wir ihn gefragt, was hat Sie persönlich am Tableau Physik interessiert? Ich erforsche mit Kollegen hier in Ecuador, wie sich der Klimawandel auf Organismen im Hochland der Anden auswirkt. Wir haben gemerkt, dass wir dafür Informationen über die Vergangenheit brauchen. Also historische Daten über die Lebensräume der Organismen, die wir mit den heutigen vergleichen können. Und da es aus tropischen Regionen kaum historische Daten gibt, ist Humboldt eine wichtige mögliche Quelle. Potential source of information for that kind of historical records. Nun haben Sie aber gemeinsam mit Kollegen herausgefunden, dass auf dem Tableau Physik unter anderem die Zuordnung bestimmter Pflanzen zu einzelnen Vegetationszonen nicht immer stimmt. Was ist Ihnen außerdem noch aufgefallen? Wir haben bemerkt, dass ein großer Teil seiner Beobachtungen der Hochlandvegetation nicht am Chimborazo gemacht wurde, sondern an einem anderen Vulkan, dem Antisana. Er war sich dessen natürlich bewusst. Ich würde sagen, letztlich ist das Tableau Physik also keine wissenschaftliche Quelle, mit der Forscher heute zuverlässig arbeiten können. Aber es ist ein sehr wichtiges Dokument für die Geschichte der Wissenschaft. Wir sehen hier eine kleine Höhle, in der Humboldt einst Unterschlupf suchte. Sie haben sie auf einer Exkursion wiederentdeckt. Sind Humboldts Expeditionen heute noch inspirierend? Ja, natürlich ist das inspirierend. Wir haben ja Beschreibungen, wie er den Antisana bestiegen hat, obwohl er ziemlich schneeblind war. Es gab ja keinen guten Schutz für die Augen. Und dasselbe gilt für den Chimborazo, wo er beim Aufstieg in einen Sturm geriet. Und das war ja auch der Grund, warum er nicht bis nach oben kam und dort die Vegetation betrachten und erforschen konnte. Und gar nicht erst zu reden von seiner Ausrüstung. Seine Sachen waren natürlich nicht geeignet, um damit Berge zu erklimmen. Also was wirklich beeindruckend ist, ist die Kraft, so eine lange Expedition zu machen. Es ist nicht ein Aufstieg an einem Tag, sondern eine monatelange Expedition. Also das hat schon Vorbildcharakter.